Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Session 2, Thema Open Access und Subskription und Transformationsstrategien. Mein Name ist Christian Fuhrer. Ich stamme ursprünglich aus der Biologie und Biochemie und arbeite an der Universität Zürich seit 2006 nun an der Hauptbibliothek als Leiter der Abteilung Open Access. Wir haben heute 5 Vorträge und die betreffen also diese Subskriptions- und Transformationsstrategien. Dazu möchte ich nur kurz eine Einleitung machen. Wir haben heute Morgen gehört, Open Access lässt sich mit Green Road und oder Gold Road umsetzen. Ich denke, heute ist der Fokus auf der Gold Road. Und hier entstehen ja seit einiger Zeit viele neue Open Access Verlage und Zeitschriften. Dass die nicht immer unproblematisch sind, haben wir auch bereits gehört heute Morgen. Diese neuen Zeitschriften müssen sich natürlich auch zuerst etablieren und Reputation gewinnen. Deshalb ist es sicher sinnvoll zu prüfen, ob nicht existierende Zeitschriften zu Open Access umgewandelt werden könnten, weil die ja bereits Reputation sich erarbeitet haben. Lässt sich also Open Access mit Subskription verbinden? Können Zeitschriften umgestellt werden oder braucht es generell fundamental neue Ansätze? Das sind so die Fragen für diese Session.